Hallo und herzlich willkommen, alle, die jetzt auf YouTube erst zugucken. Wir machen heute mal Hitman im Live-Let's Play wieder. Und heute mal ohne Greenscreen, es tut mir leid. Auch ohne Verkleidung und Sonnenbrille und allem drum und dran. Heute ist eher chillig. Unsere nächste Mission ist der Club 27. Was auch immer das für ein Club ist. Wir haben noch drei Missionen jetzt bei Hitman 1. Ich hoffe, da kommen mal mehr Ziele. Das wird cool. Aber wir haben ja noch Hitman 2 als Grundspiel noch vor uns auch. So. Good morning, 47. Legen wir direkt los. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. One year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. Er hat noch geschubst. Oder? Hannah's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly das war auch mein erster Gedanke. Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. Also muss ich beide umbringen. Secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution. And while the system may be powerless, ICA is anything but. Gibt's den Club in echt? Also, ist wirklich? Also, Club 27, der heißt wirklich Club 27, weil dort viele berühmte Leute, die 27 gestorben sind, haben die das quasi so benannt. Gibt's den Club wirklich? Das wäre irgendwie ein bisschen makaber, oder? Ich fände das ein bisschen makaber, wenn es den halt wirklich gäbe. Das wäre schon irgendwie komisch. So, wir spielen auf Profi. Wir haben zwei Ziele. Ich dachte, wir hätten jetzt vielleicht drei mit dem Vater, aber wir haben zwei. Planung. Wir schmuggeln was rein. In die Suite 47. Wir schmuggeln mal rein. Ich weiß nicht, was wir brauchen können. Gifte. Ein paar Gifte können wir rein. Annäherungssprech. Nee, das ist doof. Fernzünder. Schmuggeln wir ein Gift rein. Moment, Planung. Hitman, klassisch Anzug bitte. Münzen ist okay. Klavierseite hier. Startpunkt. Lassen wir auch so, würde ich sagen. Ja, gibt es in echt. Kurt Cobain ist da, glaube ich, auch drin. Schon Kurt Cobain ist wirklich sehr jung gestorben. Ich wüsste schon da aber nicht, welches Alter der gestorben ist. Keine Ahnung. Okay. Ich hoffe, Sound passt alles. Okay, dann legen wir los. Zwei Ziele. Mal gucken, wie wir die um die Ecke bringen. Knatscht mein Stuhl, hört man das? Gar nicht, oder? So null. Was war mit dem zweiten? Warum war der zweite jetzt mit drin? Wo soll ich den zweiten jetzt killen? Das hat ja nichts mehr mit dem ersten zu tun, oder? Das ist was anderes. Welcome to Bangkok 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite, but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Okay. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the Class have set up a recording studio in the Emperor's Suite on the third floor. Okay. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's. Also müsste ich mich irgendwie bei der Crew mit einschleichen können. The age when rockstars die. Good luck, 47. 27, in dem Alter stirbt ein anständiger Rockstar. Okay, das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? So. Wie ging das nochmal alles? Genau. Ich nehme schon mal präventiv die Münze in die Hand. Okay. Also. Ah, oh, sieht das cool aus. Sieht schön aus, hat was. Okay, am besten wäre es, glaube ich, als Sicherheitsangestellter durch die Gegend zu latschen. Wir gehen erstmal rein. Und gucken uns erstmal um. Mal aus dem Weg, bitte. Dankeschön.
Ich habe überlegt. Oh. Mein Internet ist gerade komplett down. Jetzt geht's wieder. Hä? Ich habe halt mega Schwankungen wieder. Es geht wieder los. Warum jetzt auf einmal? Jimi Hendrix und Amy Winehouse gehören dazu. Ach, wirklich jetzt? Was ist los? Warum schwankt mein Internet gerade schon wieder so krass? Es laggt gerade extrem. Ja, mein Internet war gerade komplett weg. Komplett. Zocker, es gibt kein LAN-Kabel. Amy Winehouse gehören auch dazu. Die mochte ich halt ehrlich gesagt gar nicht. Ich mochte ihre Musik null. Ich weiß nicht, was los ist. Gerade ist wieder ein Drop. Warum auch immer. Die ganze Zeit ging's ja. Ach, hier ist er doch. Wo läuft denn der hin? Wo geht der hin? Ich folge dem mal. Ich habe schon wieder, meine Codierung ist die ganze Zeit überlastet. Why ever? Wo geht der halt hin, ne? Ich müsste mich erstmal, glaube ich, irgendwie als Sicherheits... Ich müsste irgendwie erstmal in die Sicherheit kommen, glaube ich. Warte mal ganz kurz. Hier wird gerade... Ich muss nur kurz raustappen. Wenn ich das lesen will, geht's weg. Wenn wir Promis verarzt sind, dann würde ich den Schuppen zumachen. Ich fand die Stimme von Amy Winehouse gut. Die Musik, naja, ich mochte die gar nicht. Und die Stimme hat mir leider nicht gefallen. Bei mir hatte die Oma so einen Spitznamen. Codierung überlastet. Ah, habe ich das Problem schon wieder, aber ich dachte, da hätte ich jetzt was gegen getan. Ich kann das nicht jetzt umstellen, ne? Da müsste ich quasi... Ich habe extra schon die Codierung geändert. Vom Dings. Okay, warte mal. Für die Aufnahme bei YouTube, wir sehen uns gleich wieder. Ich beende mal ganz kurz die Aufnahme für YouTube. Warte. So. Da bin ich wieder in der Aufnahme. Ich habe mal was umgestellt für den Stream. Ich hoffe, es klappt jetzt. Wenn nicht, muss ich testen. Ich muss probieren, anders geht's nicht. Okay, ich will mich verkleiden. Ne, die Codierung ist immer überlastet. Okay. Nachricht von den Festplatzieren. Was für eine Nachricht? Ich bräuchte erstmal eine gute Verkleidung. Das ist kein Club im ursprünglichen Sinne, sondern einfach nur eine Zusammenfassung von Künstlern etc., die in einem Alter gestorben sind. Ruckelt es jetzt für euch mehr? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ruckelt es für euch gerade mehr oder nicht so sehr? Okay, da komme ich nicht durch. Hier darf ich durch. Darf ich hier durch? Ich darf hier durch. Da hinten ist ein Ziel. Das Ziel ist da oben. Okay, wenn ich hier hingehe, sehen... Ich müsste halt irgendjemanden erwischen. Das ruckelt immer noch so krass. Okay, warte. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Gucken, ob es jetzt funktioniert. Wie kann ich die umbringen? Also geht's jetzt? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Also, Codierung ist nicht mehr überlastet? Ja, es wurde mir nicht mehr angezeigt, es wurde mir gerade die ganze Zeit angezeigt. Ist es wieder okay? Geht's wieder? Fun Fact, genau bei der Einstellung wurde es mir letztens angezeigt, dass die Codierung überlastet ist. Was halt nur Sinn macht. Bin ich wieder live? Haut alles wieder hin? Ja, ist wieder flüssig. Das macht so null Sinn. Das macht halt so null Sinn, aber gut. Ja, also für alle bei YouTube, ihr seht schon, es gibt noch ein paar Probleme beim Stream.
Aber das muss halt so, kannst nicht. Der hat halt seinen Begleiter, ne? Der läuft immer im Kreis hier die ganze Zeit. Ich glaube, ich laufe mal außen rum und guck mal, ob ich irgendwo an den Seiteneingang reinkomme in das Haus. Wartet. Ist das echt so pixelartig gerade bei euch? Ist das, die Frage ist halt, ist das von mir das Problem? Oder ist das halt Dings, ne? Ist das halt Twitch-Problem? Ich kann auch einmal was probieren. Ich glaube, dazu muss ich den Stream nicht mal neu starten. Moment. Gucken, ob jetzt wieder überlastet kommt. So, ich habe was umgestellt. Gucken, ob Codierung überlastet kommt jetzt wieder. Also eigentlich war es letztens nicht so bei Hitman Technik. Okay, jetzt kommt nicht Codierung überlastet. Ist wieder okay. Ich habe es jetzt höher gestellt mit der Bitrate. Okay, wie? Hier soll ich rein. Leute, das ist das Haus, wo ich... Nee, hä? Internet schwankt gerade wieder. Die mysteriöse Aufnahme. Offenbar hört sich Jordan Cross nachts immer wieder eine Aufnahme an, auf der sein Streit mit einer Frau zu hören ist, bei der es sich laut eines seiner Leibwächter um seine verstorbene Freundin handelt. Ah. Ja. Tja. Der hat dich doch runter gekickt. Wenn sich das Bild bewegt, verpixelt es immer noch. Das ist aber halt komisch, also dürfte eigentlich nicht passieren. Ich meine, mein Internet bricht ab und zu mal weg, dann ruckelt es, klar. Aber an sich... Also ich habe jetzt wieder auf 1500 Bits gestellt, deswegen... Oh, da steht jemand. Steht jemand? Nein, da kommt da hinten. Verdammt. Oh nein, meine Münze. Scheiß Gärtner. Ich wollte ihn da runter schubsen. Gärtner, ist das echt deine Idee? Hat er mich gesehen? Gib meine Münze wieder her. Ich will den da runterschubsen. Da unten kann ich den easy, ne? Da ist. Kein Problem. Was? Kirch wurde gefunden? Von wem? Hä, der... Oh, shit, da ist die Kamera! Sieht die mich? Sieht die mich? Kann ich mal? Kann ich mal? Fällt nicht auf. Fällt gar nicht auf. Ich bin weg. So. Oh. Da kommt eine. Okay, wir sind verkleidet. Immerhin schon mal was. Suche. Oh, meine Münze wieder. Juhu. Was machen die denn hier? Oh, der hinten sieht mich. Wieso erkennen die mich? Die Hälfte von den Wachmännern erkennt mich doch jetzt. Oh. Hätte ich jemand anders erwischen sollen, der mich nicht erkennt. Untertauchen. Ablenkung starten. Der zieht ihn da unten rein. Da kann ich aber jetzt auch nicht durch. Hallo. Mal gucken, ob ich jetzt vorne rein kann, ob die mich jetzt vorne alle entdecken.
Nimm. Geht diese LAN-Kabel-Diskussion schon wieder los? Hm? Ich höre das alles. Der rennt hier die ganze Zeit nur im Kreis rum. Hier unten sitzen halt überall Leute. Ich kann ihn hier nirgendwo um die Ecke bringen. Ich muss den irgendwie weglocken. Oder ich mache einen fetten Trouble. Und dann mache ich den im Trouble weg. Sieht mich hier jemand? Erkennt mich hier wer? Nee. Oh, ich könnte hier alles vergiften. Ach, das ist so ein Traum. Bitte nicht zitieren. Die da draußen, wieso kennt die mich? Oh, da ist wieder was, was ich belauschen kann. Das würde ich gerne belauschen. Lol, kann ich das hier? Kommt der auch mal hier rein? Ich höre das kurz mal. Mal gucken, ob der hier reinkommt, der Typ. Neulich einschicken, aber Hitman hat den Paketboden leider kalt gemacht. Ja, dumm gelaufen. Komm mal hier rein, Kollege, komm mal hier rein. Wenn der hier reinkommt, nutze ich das sofort aus. Interesting. The class is regular drummer unexpectedly quit the band and the record label. Der Drummer von Singer. Upcoming indie drummer Abel De Silva, who is currently waiting in the restaurant lounge. Better yet, Jordan Cross has not previously met Mr. De Silva and the two of you do share a resemblance, 47. Er war in der Restaurantlobby. Stopp mal. Ach, da ist jetzt da was. Der kommt jetzt nicht hier hinter, oder? Gut. Treffe ich den? Den treffe ich nicht, oder? Der muss ein Stück. Das hätte ihn. Oh, oh. Das hätte ihn doch voll treffen müssen. Was ist jetzt mit der Puppe gelaufen? 2 Zentimeter daneben. Ich wollte das ohne Waffe schaffen. Verflixt. So, der Drummer? Wo gehen die jetzt lang? Kann ich den kurz mal in der Küche sprechen? Das wäre toll. Die läuft weg. Hallo. Können Sie mir kurz folgen? Wäre sehr nett von Ihnen. Halt. Halt, halt, halt. Scheiße. Wo geht denn jetzt hin? Nee, alles gut. Das war ich nicht. Nee, warte, weg. Darf ich hier durch? Hallo. Ich muss mal hier durch. Oh, ich geh auf den Balkon. Scheiße. Nein, Entschuldigung. Ja, es war nur eine Münze, alles gut. Was war das nur, hä? Echt komisch, ne? Kannst du mal? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Also wirklich, das ist schrecklich. Hier sterben Leute.
Schimpelgeist, alles gut, du bist nicht zu spät. Ich muss da hoch. Ich muss jetzt zu dem Typen. Oh, warte mal. Das darf ich nicht dabei haben, oder? Das darf ich nicht dabei haben. Klavierseite ist okay. Das ist ja ein Drummer. Er darf das. Das darf er. Schönen guten Tag. Ich hab Termin. Ich muss hier durch. Ich hab Termin. Der eine erkennt... Ich dachte, den kennt keine Sau. Wieso erkennt der eine den? Das ist so logisch. Haben wir nicht gesagt, den erkennt keiner? Hallo? Ich speichere das. War nicht elegant? War alles andere als elegant? Aber wir sind verkleidet. Ich muss noch eins hören. Ich muss mal durch. Dankeschön. Hallo. Ich hab Termin. Es klappt. Moment mal. Der muss da bestimmt irgendwas aufführen, oder? Ich kann nicht Schlagzeug. Ich kann nichts. Das ist ein Trump. Ich kann nicht Schlagzeug spielen. Ich hoffe, ich muss da nicht wirklich Schlagzeug spielen. Das kann ich nicht. Hey. Nicht überwältigen. Ich will mit dem reden. Kann ich mal mit dem reden? Hallo? Ich würde gern mit dir reden. Hey. Lass mal reden. Wer ist das? Everyone, this is Abel De Silva. He's here to take over for Quentin. Drums all set up, right? Cool. So, what do you say, man? Give 100K, show us what you made. Oh, bitte kein Quicktime-Event. Ich muss... Oh Gott. Kann Hitman das überhaupt? Jetzt mal, kann Hitman das? Oh Gott. Als Auftragskiller oder Killerin musst du halt kreativ sein. Ja? Du musst alles können. Der kann das. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wieso kann er das? Wieso kann er das? Aber gut. Voll gut. Kommst du mal bitte kurz mit. Ja geil, Schlagzeug habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Kannst du das spielen zocken? Also kannst du? Oh, Entschuldigung. Ich weiß schon, Space Bubble und so. Ja, kann der das? Der hittet die Drums wie die Menschen. Okay, der ist gut. Entschuldigung, ja, personal Space Bubble, ich weiß. Ja, so, sorry about the mood around here. You know, Heidi's still pissed about Quentin leaving. But yeah, just don't expect her to roll out the red carpet. So, just do your thing. Da folgt uns wer? She'll soften up. It's fine. Where are we going? Atrium roof. Look, I want to pitch you something. And I don't want the others to hear. It's bad for morale. Okay. Was kommt jetzt? Die Tasche ist übrigens übelst elastisch. Die ist aus hauchdünnem Stoff. Oh. Ist ja okay. Ist ja eigentlich nicht schlimm. Wir sind ja verkleidet. Die Kamera kann uns ja... Wo gehen wir jetzt hin? Hallo, oh, wir gehen draußen. Ja, der wird begleitet von Sicherheitsleuten. Verdammt. Wie soll ich denn das jetzt machen? Hä, hier sind ja Massen Leute. Wie bringe ich dich um die Ecke? Meine Waffe habe ich noch, die durchsuchen mich nicht. Die warten hier. Nein, die kommen mit. Könnt ihr hier warten? Wartet bitte. Die warten hier. Ach ja. Climbing the cultural ladder, I see. Good work, 47. Very new way. Ja. You should talk to Dexy when we get back to New York. Who's repping you? Small agency. Very low profile. You wouldn't have heard of them. Oh, buddies from school, huh? Don't have the heart to let him go? Yeah, I thought so. But believe me, man. You gotta aim higher. Anyway. So I have this project coming. Wie war das mit deiner Freundin? Du hast die vom Dach gekickt? Peace.
Karma. Ich hab noch Termine, muss los. Ich suche mir eine andere Band. Ist okay. Warte, was? Drum Battle. Blub, wir haben noch ein Basketball Battle. Ich bin so musikalisch wie ein Elefant. So, jetzt muss ich den Typen unten bloß noch irgendwie wegkriegen. Habe ich hier irgendeine Möglichkeit? Davon sieht mich wer. Nein. Mich erkennt doch aber eigentlich keiner. Hier ist auch nochmal eine Cam. Also, dieses Prinzip mit der Deckenleuchte, ne? Die würde ich nochmal in Angriff nehmen. Weil die war ja eigentlich nicht schlecht. Die war ja gut. Das Grundprinzip war ja gut. Was? Wieso erkennen die mich alle? Hallo. Gebiet entdeckt. Hey, wo war denn das, wo ich... Hä? Ist das Gebiet gewesen? Mach weg. War das nicht hier durch? Nee, das war nicht hier, das war draußen. Ich muss links durch. Ah, ja, genau. Okay. Der erkennt mich. Wieso erkennt der mich denn? Ich renn bloß mal hier durch. Danke. Da erkennt mich auch jemand. Wenn der hier durchläuft. Die Große muss ihn erwischen. Kannst du mir nicht erzählen. Ich muss vielleicht... Er kommt. Fokus. Speichern, immer das Ziel vor Augen halten. Hier. Okay, er kommt. Ich habe schon überlegt, das auf dem meisterhaften Schwierigkeitsgrad zu spielen, wirklich auf dem höchsten, da hast du diese Sicht auch nicht. Das wäre halt schon geil, ne? Ich hab ihn erwischt. Oh. Nee, bin gar nicht da. Oh. Da, betreten. Versteck dich. Hat keiner gesehen. Bin ich in der Kühltruhe? Oh, scheiße, ich bin in der Kühltruhe. Bin ich hier? Genau. Geh weiter. Alter, ich habe auf die Kabel geschossen. Du musst... dieses Kabel treffen, exakt. Aber das Geile ist, der Typ stand halt weiter unten, ne? Da kommt einer mit dem Ausrufezeichen. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht da. Geht einfach. Geht bitte einfach. Ich bin nicht da. Ausgewandert. Weg. Okay, er geht. Ja, ist er in den Raum gegangen? Wo ist er noch hin? Kompromittiert, okay. Das heißt, ich müsste mich jetzt anders verkleiden. Ich müsste mich jetzt nötig anders verkleiden. Okay. Wie verkleiden? Also alle, die jetzt so leuchten, die würden mich jetzt in diesem Outfit erkennen. Das heißt, ich muss mich jetzt anders umziehen. Also alle. Ich würde das mal speichern. Es wäre für mich interessant, aus der Situation wieder rauszukommen. Die Situation war alles andere als elegant, redet man nicht drüber. Aber aus der Situation rauskommen wäre jetzt interessant. Den da könnte ich ja wegmachen, ne? Welche Mopilko verbergen? Wer hat mich jetzt gesehen?
Das war dumm. Oh, hallo. Kann ich aus dem Fenster? Oh, ich kann nicht aus dem Fenster. Hitman, lauf. Hallo, schönen guten Tag. Ich muss mal hier durch. Bitte nicht auf mich schießen. Ich bin freundlich. I'm friendly und so. Hallo. Schönen guten Tag. Ich muss nochmal durch. Lassen Sie mich. Ich gehe schon. Ich weiß, meine Musik ist nicht so geil. Ich möchte. Da ist ein Boot. Scheiße. Ach, Mello. Ja, lade neu. Ob ich nochmal versuche, aus der Situation rauszukommen? Leute, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ich habe eine Idee. Warte. Da war so ein Pult an der Wand. Ich darf den nur nicht so umbringen, dass der mitten in die Messe fällt. Ich brauche was zum Neuanziehen. Ich brauche was zum Neuverkleiden. Da gab es so ein Schaltpult. Ja? Es ist keiner mehr interessiert an meiner an der Suche. Ich habe eine Idee. Hier, guck mal. Jetzt geh nicht so gucken, jetzt komm da. Muss weg. Hat jetzt aber mich hat jetzt keine Sau gesehen. Die können jetzt nicht sagen. Jetzt guckt er, oh, da ist jemand K.O. Jetzt hebt er den wieder auf. Oh lol, da kann denen sagen, wie ich... Den weckt halt keine Sau mehr auf. Warum sagt keiner so, hey du, geht's dir gut? Mach auf. Kann sein, dass es kurz gelaggt hat, wegen Internetschwankungen. Hast du von Hitman auf Magnum gewechselt? Scheint so. Jetzt weckt ihn auf. Alles so, oh mein Gott, der hat sich verletzt. Brauchst kein Eis, alles gut. Wenn der jetzt hier reingucken soll, ich will so ein bisschen Eis rausnehmen oder so, dann ist vorbei, ne? Du brauchst kein Eis. Geh woanders, du brauchst kein Eis. Entschuldigung, kriegst du wieder. Ich schick's dir zu. Ich geh dich am besten umziehen. Der würde mich halt auch erkennen, ne? So. Let's get this chance. Ich will gut speichern. Ich bin übel am Zittern. Das ist so purer Stress hier, ne? Lass mich mal in Ruhe, ich bin tö. Okay, ich gehe. Wir machen jetzt einen Abgang. Die Info erkennt mich. Nein, schon okay. Ich arbeite zum ersten Mal heute hier. Komm, wir holen rein mit dem Boot. Habe ich hingekriegt. Nicht unbedingt elegant, aber effektiv. Und ich habe den Typen mit der Lampe erschlagen. Auch wenn das die schlechteste Aktion ever war. Schönen guten Tag. Ist mein Boot. Ich mach da mal, ne? Bin mal weg. Ah, oh, ist so ärgerlich. Warum klappt das nicht auf Anhieb so? Ein Schuss Sahne. Nein, ich brauche 3, 4 Schüsse. Ich muss aber nachladen erst. Aber eigentlich, der Typ stand die ganze Zeit unten drunter und hat nichts gemacht. Nix. Ja. Drama. Ja, ich habe die Option gewählt. Keine Kollateralschäden. Das ist gut. Well played. Dankeschön. Das ist okay. Das ist okay. Malo ist eine Quizfrau. Was? Missionszeit. 1 Stern bekommen. Komm, ich habe die Mission von 25 Minuten gemacht. Ist gar nicht so bad. Überspringen. Ist gar nicht so bad gewesen. Eine Woche später. The body of billionaire media mogul Thomas Cross was discovered earlier this evening, slain by multiple gunshot wounds. Cross was scandalously kidnapped this morning at the funeral of his only son, acclaimed rock musician Jordan Cross. A notorious recluse, Thomas Cross was not left for part of 11 years. And authorities. Ist nicht die, die Hitman eingestellt hat? Ist die, ne? Ja.
die Nummer hinten auf dem Kopf ist überhaupt nicht auffällig. This was no coincidence. Not by a long shot. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow planned. Hmm. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, always has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. Alle, alle Missionen, die ich jetzt gemacht habe. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. Hmm. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom? Cool gemacht. Ganz ehrlich, ne? Ich meine, Hitman ist ja nur bekannt. Diese Spielreihe, das kennt man. Ganz ehrlich, wenn du irgendwo jemanden, vielleicht auch nicht unbedingt mit Glatze oder so, aber du siehst, dass jemand so eine Tätowierung hinten hat. Ne? Vor allem, wenn derjenige oder auch so, so ein erwachsener Typ, ne? Mit Glatze und dann vielleicht noch in so einem Anzug einfach so über die Straße läuft. Komm, sei ehrlich. Jeder würde die Straße wechseln und würde sagen so, oh, ich muss weg, hab nichts gesehen. Komm, das würde jeder machen, oder? Ich würde... doch schon. Dann würde ich safe die Straßenseite wechseln. Aber sowas von.